Einen schönen guten Tag und wieder mal herzlich willkommen zum C-Sharp Tutorial. Ich bespreche mit euch heute etwas genauer die Methoden. Und wie bei jedem Teil bis jetzt werde ich nicht lange über die Theorie reden, sondern einfach mal Learning by Doing. Also, eine Methode ist, kann man sich vorstellen, wie eine Funktion. Wir können jetzt zum Beispiel hier Konsole.WriteLine Toastbrot machen. Direkt in unserem Hauptprogramm. Ich mache dann noch das Konsole.readline hinten dran. Dann haben wir hier, wie wir schon gelernt haben, einfach das in der Konsole stehen. Wir können das Ganze allerdings auch in einem Unterprogramm sozusagen verstecken. Dazu schreiben wir einfach, also wir haben hier unsere Static Void Main Methode. Und wir schreiben jetzt hinter diese Static Void Main Methode eine zweite Methode. Die heißt erstmal Void. Das werden wir später noch besprechen, was das Void bedeutet. Und dann der Name der Methode. Wir nennen es jetzt einfach mal Write. Wir sollten das vielleicht groß schreiben. Also, was ihr euch merken solltet, ist, man schreibt generell Variablen immer klein und Methoden und Properties groß. Beziehungsweise Klassen schreibt man auch groß. Das ist nur so eine Richtlinie sozusagen zum effizienten, also nicht zum effizienten, sondern zum schönen Programmieren. Es sieht einfach besser aus. Ja, wir können diesen Programmcode, dieses Konsole.WriteLine, jetzt einfach darunter verschieben. Wir müssen diesem, das ist ausführen, passiert gar nichts, weil wir haben zwar die Methode write festgelegt sozusagen, also der Compiler weiß jetzt, ja, es gibt eine Methode write, aber wir rufen sie ja nie auf, wir machen nur Konsole.readline. Deswegen machen wir jetzt da einfach mal write. Das geht natürlich nicht, weil wir müssen da auf was static schreiben. Machen wir jetzt write. Also einfach den Methodennamen mit Klammer auf Klammer zu, beziehungsweise wenn wir später Parameter haben, dann schreiben wir die da in die Klammern rein und dann einen Strichpunkt dahinter. Also eigentlich so wie jede Methode bis jetzt, zum Beispiel Konsole.readline oder Konsole.writeline. Wenn wir das jetzt ausführen, sehen wir, es wird wieder unser String in die Konsole geschrieben. Ja, natürlich kann man nicht nur, also das wäre jetzt eigentlich keine Methode, sondern eine Funktion, weil eine Funktion unterscheidet sich von einer Methode, indem sie keine, also indem sie nichts zurückgibt. Diese Methode wird einfach nur ausgeführt und macht dann irgendwas, aber sie gibt nichts zurück und sie nimmt nichts an. Das ist natürlich eine ziemlich langweilige Methode, weil wenn wir jetzt zum Beispiel nicht immer Toastbrot ausgeben wollen, sondern irgendwas anderes, dann müssten wir ja das im Code umschreiben. Und wenn wir dann längere Codeabschnitte haben, müssten wir das bei jedem umändern. Gut, das können wir jetzt natürlich mal ändern, indem wir einfach mal einen Parameter hinzufügen zu dieser Methode. Das ist ganz einfach. Man schreibt einfach in diese Klammern bei der Methodendefinition. Wir wollen jetzt zum Beispiel einen String übergeben an diese Methode. Dann geben wir String S zum Beispiel ein, also String und dann irgendeinen Namen. Gut, dieser String S ist dann nur für diese eine Methode gültig. Das bedeutet, hier drinnen können wir jetzt statt Konsole.WriteLineToastBrot das weggeben und ohne Anführungszeichen logischerweise, weil es eine Variable ist, dieses S reinschreiben. Das bedeutet, wir haben jetzt in dieser Methode, also in der Static Void Write, die Variable s, den String s, deklariert. Gut, da oben zeigt er jetzt schon einen Fehler an. Keine Überladung für die Write-Methode, nimmt 0 Argumente an. Das bedeutet einfach, wir müssen dem Static Void Write einen Parameter übergeben. Und das werden wir jetzt auch tun. Wir schreiben zum Beispiel, Hallo Welt
rein. Gut, jetzt ist der Compiler damit zufrieden. Und wir schauen uns jetzt mal an, was genau passiert, wenn wir das machen. Also, die Methode write wird aufgerufen. Und das wäre dasselbe, wie wenn ich schreibe, String s ist gleich Hallo Welt und da Konsole s. Das wäre genau dasselbe. Also er hat deklariert da mehr oder weniger den String s und weist ihn mit diesem Aufruf zu. Ja, es fragt sich natürlich, wenn man das auch so lösen kann, wozu braucht man dann die Methoden noch? Und das lässt sich ganz einfach beantworten. Wenn man jetzt größere Programme hat, in denen man beispielsweise immer wieder dasselbe machen muss, zum Beispiel einen User-Input abfragen und den auf eine gewisse Art und Weise behandeln, dann müsste man immer wieder denselben Code schreiben. Wir werden später auch eine kleine Beispielmethode schreiben, die uns einen Text nicht horizontal, also in diese Richtung, sondern nach unten ausgibt. Und da werden wir merken, dass das mit Methoden eindeutig viel effizienter und schneller geht. Ja, dann werden wir diese besagte Methode auch schon programmieren. Gut, also wir wollen jetzt diesen String Hallo Welt nicht in der waagrechten ausgeben, sondern in der senkrechten. Wie machen wir das? Dazu brauchen wir etwas, was wir noch nicht gelernt haben, nämlich eine Schleife. Ich schreibe die jetzt einfach mal so hin. Das werden wir in ein oder zwei Teilen ungefähr besprechen, die Schleifen. Das macht nichts anderes, als dass es diesen String s anschaut und jedes Zeichen davon irgendwie behandelt. Aber wie gesagt, das werden wir noch in einem anderen Teil genauer besprechen. Ja. Das bedeutet, wir geben jetzt jeden Buchstaben in diesem String s in einer neuen Zeile aus. Gut, dann können wir uns auch schon anschauen, was jetzt passiert. Es wird dieser String nämlich senkrecht geschrieben. Magie. Ja, eine Methode kann natürlich nicht nur Dinge annehmen, sondern sie kann sie auch zurückgeben. Das werden wir jetzt auch mal machen. Und zwar wollen wir, dass diese Methode einen String zurückgibt und dieser String soll der Eingangswert, also das Hallo Welt, was wir hier übergeben oder was auch immer wir da übergeben, rückwärts ausgeben. Das heißt, das soll es nicht in die Konsole schreiben, sondern einfach rückwärts ausgeben. Ja, wir sehen hier schon, dass er eine Fehlermeldung macht. Nicht alle Codepfade geben einen Wert zurück und das werden wir gleich ändern. Wir machen da mal einen String in dieser Methode. Ah ja, was ich vorher noch herzeigen wollte, weil ich gesagt habe, dieser String s ist nur in dieser Methode gültig. Wir können hier oben jetzt mit dem String s nichts anfangen. Also wenn wir sagen würden s ist gleich Test, dann wäre der im aktuellen Kontext nicht vorhanden. Also das ist wirklich nur für diese eine Methode gültig. Gut, wieder zurück zu unserer Methode. Wir machen jetzt hier drinnen mal einen String. Der heißt Reverse. Und der wird zugewiesen gleich auf s.reverse. Da gibt es eine Methode in den Strings. Aha. Das kann nicht implizierten String konvertiert werden. Super.
Jetzt sagt er immer noch, nicht alle Codepfade geben einen Wert zurück. Das bedeutet, wir müssen einen Wert zurückgeben. Das englische Wort für zurückgeben ist return. Und genau dasselbe, genau das werden wir ihm auch jetzt sagen. Also wir sagen return. Und das, was wir zurückgeben wollen, das ist in diesem Fall unsere Variable reverse. Wir hätten natürlich jetzt diesen dieses Teil direkt nach das Return schreiben können, aber das ist unübersichtlicher. Und ja, deswegen machen wir lieber eine Variable und schreiben es dann später, geben es dann später zurück. Gut, wenn wir das jetzt ausführen, wird wahrscheinlich nichts passieren. Genau, es passiert gar nichts, weil wir haben zwar geschrieben, also wir haben zwar den String, also wir müssen diese Methode jetzt nicht mehr als Methode an sich betrachten, sondern auch als Variable. Diese Methode ist jetzt grundsätzlich eine String-Variable. Das bedeutet, wir können damit alles machen, was wir mit einer Variable auch machen können. Das bedeutet zum Beispiel, wir können machen String. String Reverse. Das können wir ja oben auch verwenden, weil es nur für die eine Methode gilt. Ist gleich und dann den Wert dieser Methode, also den Rückgabewert, was wir da returnen, einfach auf diesen String Reverse da oben zuweisen. Und diesen String können wir dann ausgeben. Das bedeutet, jetzt sollte, genau das habe ich erwartet. Wie war denn das mit dem Reverse? Ich werde das mal kurz ausprobieren und mache dann halt mal kurz einen Schnitt rein. Gut, ich bin wieder zurück. Dieses Beispiel mit dem rückwärts ausgeben war ziemlich unglücklich gewählt, muss ich zugeben. Weil man muss da tatsächlich einen Array aus Buchstaben, also aus Chars, also eine Liste sozusagen aus Chars erstellen. Diese dann umkehren und das dann wieder in einen String packen. Also das müsst ihr noch nicht verstehen, das kommt dann bei den Arrays irgendwann später. Heute mache ich irgendwie nur Dinge, die dann später kommen. Ist pädagogisch sehr unwertvoll, aber naja. Also wir sehen jetzt, dieser Teil ist eigentlich auch ziemlich irrelevant. Das dreht ja nur den String um. Das wirklich Wichtige ist ja das Reverse, also Return Reverse. Das bedeutet, wir weisen einfach, diese Methode kriegt jetzt einen Wert zu wie eine Variable. Das heißt, wir sagen einfach String Reverse ist der Rückgabewert dieser Methode. Ja, und wenn wir das jetzt ausführen, steht der String verkehrt dort. Gut, ich denke auch, das war's jetzt schon für diese Folge. Und in der nächsten Folge werden wir dann, ich habe keine Ahnung, was besprechen. Ich bin momentan total durcheinander mit den Folgen, was ich alles machen soll und was ich schon gemacht habe und was ich noch machen sollte. Weil im Programmieren und vor allem in C Sharp die Dinge so unglaublich übergreifend sind. Man hat es gerade gesehen, ich habe einfach zwei leichte Beispiele gemacht und schon zwei Sachen gebraucht, die wir noch nicht gemacht haben. Also ich versuche und werde auch in Zukunft versuchen, das möglichst ja, pädagogisch wertvoll unter Anführungszeichen zu gestalten. Also werde ich mir noch einfallen lassen, was ich so bei der nächsten Folge dann so bespreche. Lasst euch überraschen. Bis dahin noch auf Wiedersehen.